Hallo und herzlich willkommen zu Eurotransport TV auf eurotransport.de, bei YouTube und bei Facebook. Ich freue mich wahnsinnig, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir melden uns aus Visselhövede, das ist am westlichen Rand der Lüneburger Heide. Und hier wird sie in Kürze starten, die 17. Deutschlandfahrt für historische Nutzfahrzeuge, veranstaltet vom Stuttgarter ETM Verlag und der Spedition Fährenkötter. Und Sie sehen das hier hinter mir. Hier kann man die Geschichte förmlich atmen. Sie springt einen geradezu an. Und ich schlage vor, bevor wir uns mal diese Glanzstücke hier ein bisschen näher anschauen, knapp 70 werden es nämlich an der Zahl sein, werfen wir zunächst einen Blick auf die Themen der Sendung. Klassiker mit Kultstatus. Die NG- und SK-Baureihen von Mercedes-Benz entwickeln sich zu gefragten Restaurationsobjekten. Wir verraten Ihnen, warum diese Modelle, die von 1973 bis 1998 hergestellt wurden, so stark im Kommen sind. Rendezvous der Raritäten. Start der 17. historischen Deutschlandfahrt des ETM Verlages. Begleiten Sie mit Eurotransport TV über 65 klassische Lkw auf Ihrer traditionellen Tour und erleben Sie den Charme der Vergangenheit. Kraft und Kondition. Das Nutzfahrzeuge-Veteranencenter in Oberhausen organisierte ein Markentreffen der besonderen Art. Bei einer MAN-Ausfahrt zwischen Hunsrück und Rheinhessen werden Männerträume wahr und zeigen sich die Oldies von ihrer besten Seite. Glückwunsch zum Geburtstag. Der Mercedes-Benz Sprinter wird 25 Jahre jung. 1995 erblickte der Kastenwagen das Licht der Welt und wird mittlerweile in der dritten Generation gebaut. Bei der historischen Deutschlandfahrt durfte auch dieser Klassiker nicht fehlen. Hier in Visselhövede ist der Firmensitz der Firma Heuer, die maßgeblich auch beteiligt sind an der Organisation der Deutschlandfahrt für historische Nutzfahrzeuge. Normalerweise treffen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier, allerdings in diesem Jahr ist das leider Corona-bedingt nicht möglich. Ja, und da sehen Sie schon, wie die einzelnen Fahrzeuge reinrollen, ein Glanzstück nach dem anderen. Da drängt sich ja die Frage auf, warum entscheiden sich die Besitzer eigentlich für das jeweilige Fahrzeug? Nun, ich denke, das hat mit viel Leidenschaft zu tun, aber natürlich auch mit den Erinnerungen, die man verbindet mit seinem Fahrzeug. Ja, und wir sehen ja, hier sind ganz viele Haubenfahrzeuge mit dabei. Interessant ist aber, dass dieser Oldie-Kult jetzt auch auf die jüngeren Modelle rüberschwappt. Und da haben wir jetzt mal zwei im Fokus von Mercedes-Benz, und zwar den NG und den SK. Es sind immer die Erinnerungen, die Lastwagen vergangener Baureihen und Generationen bei Freunden der Alt-Lkw-Szene so erfolgreich machen. Erinnerungen an das, was diese Fahrzeuge einst geschafft haben, Respekt aber auch vor dem, was mit ihnen geleistet wurde. So ist es auch bei den Modellen der legendären NGSK-Baureihe von Mercedes-Benz. Vielen sind diese Lastwagen, die von 1973 bis 1998 gebaut wurden, vor allem als robust und unkomplizierte Dauerläufer in Erinnerung. Hier zum Beispiel ein 1632 mit Originallackierung und einer Laufleistung von gerade mal 80.000 Kilometern. Also der Wagen zum Beispiel wurde am Hamburger Flughafen eingesetzt, hat eigentlich nie Ladung gesehen. Der Aufbau war bis zum ersten Kippertreffen noch jungfräulich, weil dort ein Salzstreuer verbaut war. Im vordersten Bereich war ein Schneepflug angebaut und wir haben also nur die Stoßstange zurückgerüstet, haben die hinterste Heckklappe eingebaut, weil die fehlte einfach. Und jetzt ist das Auto im absoluten guten Originalzustand erhalten geblieben und erfreut sich regem Interesse halt, weil die Sammler dieses Fahrzeug sehr zu schätzen wissen, aufgrund der super spitzenmäßigen Patina. Mit der neuen Generation gingen damals Lkw in einem komplett neuen Erscheinungsbild an den Start. Hier bei Hoffmann Nutzfahrzeuge in Oberhausen werden sie für Sammler aus ganz Europa restauriert. Im Vergleich zum legendären Mercedes-Benz Rundhauber revolutionierten die Lkw der NG- und SK-Baureihe die Transportwelt. Aus den Kindern von gestern sind Erwachsene geworden und die Erinnerungen sind geblieben. Wir als Kind haben uns dann angestellt an Baustellen, da wurde noch viel gebaut in den 70er Jahren und haben uns da angestellt und durften dann eine Runde mitfahren zur Kippe oder irgendwas anderes holen, Sand holen, haben oben drin gesessen,
konnten von oben runter gucken, war ein riesiges Gefühl. Und irgendwann ist das wieder aufgeflammt. Je älter man ja wird, dann denkt man über manche Dinge nach, die man als Hobby betreiben kann. Und glücklicherweise konnte ich so einen erwerben hier. Und man hat so Eindrücke aus der Kindheit mitgenommen und sitzt jetzt selbst da oben drin, auf der Fahrerseite. Und das ist einfach nur ein geniales Gefühl. Für Dominik Bali ist der blaue 1632 AK von 1975 in jedem Fall ein absoluter Traum, damals und heute. Und obwohl Bali auch bekennender Rundhauber-Fan ist, kann man ihn mit dem NG einfach nicht vergleichen. Auf jeder Baustelle und im Fernverkehr stellten die NG so etwas wie einen Quantensprung dar. Man setzt sich hier rein, alles geht leicht, man kann die Kupplung wesentlich leichter treten, man kann die Bremse leichter betätigen, man hat die gleichen Wirkungen. Und das sind natürlich alles so Features, die für Fahrrad natürlich top waren. Ne? Sitze gefedert, einstellbar, Gewicht einstellbar. Also die Fahrer, die da drauf gekommen sind, die haben am Jahrloch gepfiffen und sich gefreut, so ein Auto fahren zu dürfen im Verhältnis zu den Vorgängermodellen. Fahren im Mercedes-Benz NG, der sozusagen im Baukastensystem hergestellt wurde, gleicht einer Revolution. Das sagt auch Jörg Benninghoff. Er schätzt am NG und den späteren Modellen der schweren Klasse die Vielseitigkeit und die Leistungskraft, egal wie diese Lastwagen auch motorisiert waren. Der NG, das ist es, weil dieses Fahrzeug mich in der Vergangenheit, also da, wo diese Fahrzeuge täglich im Baustellenverkehr anzutreffen waren, da hat es mir imponiert, alleine durch seine imposante Ausstrahlung, durch sein Aussehen, durch diesen markanten Motorklang. Ob der jetzt die 6-Zylinder-, 8-Zylinder- oder 10-Zylinder-Maschine drin hat. Also diese Fahrzeuge waren überall allgegenwärtig und machten einen sehr soliden Eindruck. Solide, zuverlässig und in jedem Fall ein Lastwagen für den Weltmarkt. Die Geschichte der NG-Baureihe von Mercedes-Benz ist eine regelrechte Erfolgsgeschichte. Deswegen setzen die Firma Hoffmann Nutzfahrzeuge und das angeschlossene Nutzfahrzeuge-Veteranencenter NVC alles daran, das steigende Interesse nach restaurierten NG und SK zu befriedigen. Gar nicht so einfach. Ja gut, die Autos, die waren sehr gut und deswegen waren die auch im Export überall gefragt. Die sind im Grunde genommen in alle Länder gegangen, sind die verkauft worden. Deswegen sind ja mittlerweile nur noch wenige da und die wenigen, die werden jetzt gesammelt und werden restauriert. Obwohl man immer noch meint, das sind noch hochmoderne Autos vom Design her, aber mittlerweile sind sie auch 45 Jahre alt. Und fast ein halbes Jahrhundert nach der Präsentation des NG machen es die Hoffmanns heute irgendwie wie der Hersteller selbst einst. Sie sammeln und lagern nahezu alle Bauteile, denn Vorteil bei der Restauration ist tatsächlich, dass bei diesem Modell die meisten Komponenten sogar modelljahrübergreifend passen oder mit wenigen Handgriffen angepasst werden können. Getriebe, Motoren, Achsen, war alles Baukastensystem gewesen. Man konnte dann teilweise von dem Dreiachser zum Zweiachser tauschen, vom Mittelklasse-Modell zum Großen tauschen. Die Fahrerhäuser, die Innenausstattung, alles war identisch gewesen. Dadurch hatte natürlich Mercedes den Vorteil gehabt, sie konnten ihre ganzen Ersatzteilbestände dementsprechend vernünftig sortieren und die Lieferbarkeit der Teile war immer gewährleistet. Links der NG und rechts sein Nachfolger, der SK, wobei SK für schwere Klasse steht. Dieses Modell wurde von 1989 bis 1998 produziert und dann vom Actros abgelöst, der aber schon 1996 angeboten wurde. Längst gilt aber auch der SK als kommender Klassiker und hat Kultstatus erreicht. Also die Geschichte, was alte Autos angeht, wiederholt sich immer wieder. Der SK wird genauso ein Klassiker werden wie der NG, trotz auch wenn er Plastikstoßstangen hat und gerade Türen und die Veränderungen am Fahrerhaus, trotzdem wird er genauso ein Klassiker wie der NG. Und noch ein Hinweis, auch wenn diese NG bereits in den Händen von Sammlern sind, tausende dieser Modelle sind noch immer weltweit im Einsatz und werden hart rangenommen, bis auch sie eines Tages vielleicht nach Oberhausen zurückgeholt und restauriert werden. Ja, jetzt haben wir schon ganz viele junge Hüpfer gesehen, die dennoch Oldies sind. Jetzt kommen wir aber zu einem, der wirklich alt ist. Der älteste auf der Deutschlandfahrt für historische Nutzfahrzeuge ist dieser Opel Blitz. Baujahr 1943. Der Motor ist sogar noch älter, von 1939. Und jetzt wird's richtig spannend. Stolzer Besitzer ist Dr. Peter Kraß und er ist eigentlich von Haus aus Chirurg. Da fragt man sich ja zunächst mal, Peter, wir haben uns aufs Du geeinigt, wie kommt man als Mediziner zum
zum Nutzfahrzeug und war das vor allem auch in der Reihenfolge. Ich bin mit 14 Jahren als Segelflieger angefangen. Das war 1955, da hatten wir viel altes Gerät. Wir hatten eine Winde auf einem selbstfahrenden Fahrgestell und das war ein Opel Blitz dieser Bauart. Und da habe ich dann auch Autodidakt das Lkw-Fahren gelernt. Und das ist für mich ist das eine Requisite zum Träumen. Ich habe damals mit 14 da drin gesessen, am Lenkrad gedreht. Heute drehe ich auch noch am Lenkrad, ein bisschen älter. Aber ich fühle mich dann wieder wie 14. Was ist denn eigentlich einfacher, als Chirurg eine OP am Oberschenkelhals durchzuführen oder beispielsweise hinten diesen Anhänger wieder aufzubauen? Ganz vergleichbar ist es nicht. Aber die Operation am Oberschenkelhals, da wird in der Regel ja eine Prothese eingebracht, der hat ein Kugelgelenk. Das ist relativ einfach. Nehmen wir also als Beispiel den Oberschenkelbruch, wo eine Platte dran geschraubt wird. Das hat mit dem Schrauben viele Ähnlichkeiten. Da kann man eine Schraube überdrehen, da kann man das falsche Maß nehmen. Das hat Ähnlichkeiten. Was mich interessiert, du sprichst ja jetzt auch von Liebe. Für alle die es vielleicht nicht so ganz durchdringen, was macht denn diese Liebe zu so einem historischen Nutzfahrzeug aus? Ja, das ist bei mir so, ich nenne das eine Requisite zum Träumen. Ich habe da mit 14 Jahren drin gesessen, ne? Das gleiche Lenkrad. Heute sitze ich da wieder drin, dann fühle ich mich wie 14. Peter, herzlichen Dank und weiterhin ganz viel Spaß mit deinem Opel Blitz. 1943 ist das Baujahr. Also Sie sehen schon, die historischen Nutzfahrzeuge, die haben sich hier in Position gebracht. Es gibt sie ja zum 17. Mal, die Deutschlandfahrt. Und normalerweise legt die Karawane 1600 Kilometer zurück. Nicht so in diesem Jahr, da sind es nur 600, Corona-bedingt. Die Fahrt geht aber durch wunderschöne Orte. Zum Beispiel geht es nach Einbeck, dann durchs Emsland und Richtung Münsterland. Und wir haben für Sie mal die schönsten Eindrücke zusammengefasst. Das Warten hat ein Ende. Ein Treffen der rollenden Raritäten in Visselhövede am Nordrand der Lüneburger Heide, wo sie auch schon sehnsüchtig erwartet werden. Und fast alle reisen auf eigener Achse an. Wie immer ist die Deutschlandfahrt für historische Nutzfahrzeuge das Highlight in der Szene. Und alle haben sich mächtig darauf gefreut. Egal ob die Teilnehmer jetzt Spediteure oder Lkw-Fahrer sind oder einfach nur ein Faible für Truck-Oldies haben. Ihr Laster ist der Laster und dieses Hobby verbindet Generationen. 4 Tage lang diese gemeinsame Leidenschaft auszuleben, bedeutet vielen denn auch mehr als ein wochenlanger Urlaub. Vorausgesetzt, man verliert sich bei den Ausfahrten nicht aus den Augen. Ja, ich befürchte, wenn einer falsch fährt, fahren sie alle hinterher. Ihnen das auch schon mal passiert? Ja, ist mir auch schon passiert. Was ist denn das größte Wagnis auf dieser Tour aus Ihrer Sicht? Ja, einfach, dass irgendein Fahrzeug ausfällt, glaube ich, ist das größte Wagnis. Aber die Truppe hält bestimmt zusammen, also jeder hilft jedem und jeder ist wieder anderen da. Und das ist das Entscheidende. Rein theoretisch ist es unser Urlaub, da haben Sie recht. Wir haben uns dafür entschieden, man muss das Hobby einfach im Herzen tragen. Sonst funktioniert das einfach nicht. Wir treffen uns auch hier als Familie, haben unser Hobby immer dabei. Und ja, Jahr für Jahr freuen wir uns auf neue Ausfahrten, auf neue Regionen, wo wir dann eben zusammen mal eine Woche oder ein langes Wochenende verbringen können. Wir haben einen Doktor dabei, einen Chirurgen. Wir haben einen Müller dabei mit seiner Frau. Wir haben ein paar Lkw-Fahrer, wir haben Spediteure. Ja, ob du jetzt einen Pkw-Oldtimer hast oder einen Lkw-Oldtimer, ein bisschen verrückt musst du schon sein. Kaum sind sie angekommen, fahren sie auch schon wieder los. Es ist der 2. Tag der Deutschlandfahrt für historische Nutzfahrzeuge. Und Ziel der Etappe ist der PS-Speicher in Einbeck, wo am Abend eine riesige Sammlung historischer Lkw bestaunt werden soll. Die rund 200 Kilometer weite Ausfahrt selbst ist erst einmal ein großartiges Erlebnis. Der strahlende Sonnenschein trifft auf traumhaft schöne Lkw-Klassiker. Das macht so richtig Lust und Laune. Da wundert es denn auch nicht, dass manch einer das herrliche Wetter nutzt, um abseits der Strecke eine Pause einzulegen. Auch ein Setra S6 Omnibus, Baujahr 1955, ist auf der Tour dabei. Ein echtes Schmuckstück mit 100 PS Henschel-Motor und gerade mal 6,70 Meter lang. Der kleinste je gebaute Setra hat Platz für 24 Passagiere und verfügt sogar schon über Einzelradaufhängung. Ja, Sie müssen sich vorstellen, dass die Leute in den 50er, 60er Jahren wieder reisen konnten. Und das größte Erlebnis war eben auch die Reise an sich. Also nicht das Ankommen auf große Distanz, sondern die Reise selber in der entsprechenden kleinen Gesellschaftsgruppe. Das Erleben der kleinen Straßen, der
die längst nicht so ausgebaut waren wie heute. Ich glaube, das gehörte noch mit zum wesentlichen Teil einer Reise dazu. Wie gesagt, bei diesem Wetter kommt so richtig Urlaubsstimmung auf. Auch bei den Giebels aus Brandenburg, die mit einem Scania-Haubenwagen vom Typ T112H, Baujahr 1984, unterwegs sind. 305 PS hat dieser Truck, den das Ehepaar 2013 gekauft hat. Beide sind von der Deutschlandfahrt für historische Nutzfahrzeuge mehr als begeistert. So, die Touren machen wir schon seit Jahren und das sind die absoluten Highlights. Das kann man nicht anders sagen. Also, das ist der schönste Urlaub, den man sich vorstellen kann. Wir haben eine Spedition auch und sind die ganze Woche unterwegs, mein Mann, Büro und Logistik und Planung und so weiter. Und weil wir ein kleiner Betrieb sind, können wir nicht so oft in Urlaub fahren, weil wir keinen Senior, keinen Junior haben. Und deswegen ist das jetzt diese 4 Tage unser Highlight. Am Abend in Einbeck dann ein regelrechtes Feuerwerk mit Truck-Klassikern, soweit das Auge reicht. Vor genau 5 Jahren hat der PS-Speicher die sogenannte Bölling-Sammlung aufgekauft und sie dann in einem eigenen Depot für Busse und Lkw untergebracht. Helmut Hoffmann war mit Emil Bölling eng befreundet. Und wenn er heute die teilweise von ihm selbst restaurierten Kostbarkeiten der Lkw-Geschichte ansieht, gerät er unweigerlich in Schwärmen. Und die Autos wurden ja alle weiterentwickelt und diese Autos, die sind ja schon fast ähnlich wie die 50er Jahre. Also die 39 Baujahr hier, die wurden ja dann weiterentwickelt, die 50er Jahre. Und das waren schon von der Technik her tolle Autos. Formen, die faszinieren, Farben, die begeistern und Lkw, die zu Nutzfahrzeuglegenden gereift sind. So etwas bekommt man wirklich nicht alle Tage zu sehen. Naja. Dafür machen wir das ja. Ne? Also unsere Teilnehmer haben ja selber mindestens ein Auto, die meisten haben aber auch mehr, haben selber kleine Sammlungen. Aber sowas Großes wie hier, das hat niemand zu Hause. Ich glaube, das ist eine der größten Sammlungen weltweit. Das ist einfach nur überwältigend, das ist sensationell hier, sowas habe ich noch nicht gesehen. Hier sind so viele Fahrzeuge, die sind wesentlich älter als ich selber und es ist eine große Familie hier, es ist umwerfend. Komplimente dieser Art hört Museumsgründer Karl-Heinz Rehkopf natürlich immer gerne. Und weil auf der Deutschlandfahrt so viele Freunde von historischen Nutzfahrzeugen mit ihren eigenen Lkw-Klassikern angereist sind, lässt er es sich natürlich auch nicht nehmen, persönlich guten Abend zu sagen. Aber mal ganz ehrlich, hat man denn bei so vielen Lkw-Schönheiten vielleicht selbst einen heimlichen Favoriten? Natürlich, es ist der Krupp, der große Krupp mit der Feuerwehrkrupp mit der ausfahrbaren Leiter, 52 Meter ausfahrbaren Leiter, den ich mit meiner Frau von Sittensen hierher überführen durfte, der mir als zweitaktiges Ungetüm natürlich ganz besonders am Herzen liegt. Nach der Nacht in Einbeck dann Start für die Weiterfahrt am nächsten Tag. Die Nacht war mit gerade mal plus 4 Grad ganz schön frisch. Und wenn man dann sieht, wie sie so mancher verbracht hat, kann man sich auch vorstellen, was für ein besonderes Erlebnis die Deutschlandfahrt tatsächlich ist. Horst Fehrenkötter hat im Holzcontainer des Büssing-Decklasters geschlafen. Dieser Lkw von 1965 ist ein Prototyp und ein echtes Unikat zugleich. Der Truck liegt so tief, dass es seine Fracht sozusagen auf dem Dach der Kabine spazieren fährt. Folge dieser ungewöhnlichen Konstruktion ist, dass der Fahrer fast auf der Straße sitzt. Wir fahren da also wenig mit und für uns ist jetzt die erste Tour, wo wir mitfahren. Wir haben noch so ein bisschen Respekt davor, was nicht einfach ist. Und wenn wir irgendwas kaputt machen beim Fahren, das ist ja auch noch so ein Problem. Da gibt es keine Ersatzteile für. Aber wir sind gut angekommen und überall drehen sich Leute um und staunen. Und hier im Museum, hier in Einbeck, da hat man uns gestern gefragt, ob wir denn nicht mal Leihgabe hier abgeben könnten, weil das wäre so was Besonderes. Und das war natürlich für uns auch wieder mal so ein, oh, wir haben was Besonderes. Das ist halt also schon so ein Porsche oder Ferrari eigentlich, ja, noch mehr. Auch wenn viele der historischen Nutzfahrzeuge aus heutiger Sicht ein wenig exotisch anmuten, alle haben sie ihren Dienst für das Transportgewerbe geleistet. Jahrzehnte nach ihrem aktiven Einsatz aber wird eine Fahrt wie die Deutschlandtour durchaus zu einer Belastungsprobe für Mensch und Material. Aber wer leidet eigentlich mehr darunter? Also ich glaube, dass die Fahrzeuge eigentlich am wenigsten hier beansprucht werden. Ich sag mal, gerade eben, wenn keine großen Steigungen drin sind. Ich meine, wir fahren ja ohne Last. Das heißt also, das ist eigentlich für die normalerweise lockeres Rollen. Für die Fahrer muss man sagen, sind natürlich Lenkkräfte, Pedalkräfte, die sind relativ hoch. Und dann wird es natürlich auch in den Fahrerhäusern lecker warm.
Mehr über die Deutschlandfahrt für historische Nutzfahrzeuge gibt es in der Ausgabe 20 von Eurotransport TV. Da zeigen wir Ihnen dann auch am Beispiel der Familie Anhalt, wie gleich drei Generationen für dieses Hobby schwärmen und was ihre Gründe sind, an dieser Leidenschaft festzuhalten. Zu sehen auf eurotransport.de, auf YouTube und bei Facebook. So eine Tour gelingt natürlich nur, wenn es zwei Herren in die Hand nehmen. Und neben mir stehen jetzt die Macher der Deutschlandfahrt für historische Nutzfahrzeuge. Das ist zum einen der Geschäftsführer des ETM-Verlags aus Stuttgart, Oliver Trost. Hallo Alex. Hi. Und der Geschäftsführer von Fehrenkötter Transport und Logistik, Joachim Fehrenkötter. Hallo. So, ich plaudere ja immer sehr, sehr gerne mit euch. Allerdings hinter mir steht ein Büssing 6000. Und dem muss ich mich erstmal zuwenden. Ein wahnsinnig schönes Schmuckstück. Und Joachim, ich weiß, du hängst dran. Darf sich Olli trotzdem schon mal reinsetzen? Das Vertrauen habe ich auf jeden Fall. Gerne. Passt aber gut auf, ne? Ich passe auf. Wir sehen uns gleich. Genau. Wir plaudern gleich weiter. Zunächst aber zu Joachim und seiner Liebe für historische Nutzfahrzeuge. Ich weiß, der ist dir der Liebste. Warum denn eigentlich? Also das war der erste Büssing, der restauriert worden ist, damit ich ihn fahren kann. Und dann habe ich alle 17 Deutschlandfahrten, jede Etappe mit diesem Fahrzeug also gemacht. Das heißt also eine wahnsinnige Verbindung. Ich habe noch verschiedene andere Sachen mit dem Fahrzeug gefahren, wie zum Beispiel bin ich damit nach Santiago de Compostela gefahren, habe also den Jakobsweg gepilgert mit einem Büssing. Und das verbindet natürlich unglaublich mit so einem LKW. Ja, und noch dazu hast du ja eine interessante Familiengeschichte. Eure Spedition gibt es in dritter Generation. Und ich frage mich natürlich, werden einem diese Gene dann auch mit in die Wiege gelegt, diese Liebe, diese Leidenschaft? Also Leidenschaft kann man auf jeden Fall sagen. Und ich sage das immer so rum, ich bin auf dem Spielplatz Spedition groß geworden. Also das war natürlich eine Riesensache als 6-7-jähriges Kind, in diesen LKWs rumzutouren und irgendwann später auch diese LKWs fahren zu dürfen. Also schöner geht's nicht mehr und schneller und nachhaltiger kann ich Leidenschaft nicht wecken. Deine Wiege wurde wahrscheinlich auch mit so einem Dieselmotor betrieben, könnte ich mir vorstellen. Sag mal, wenn man jetzt so viele historische Nutzfahrzeuge besitzt, ist es ja wahrscheinlich von Vorteil, wenn man selbst auch schrauben kann, oder? Das ist auf jeden Fall von Vorteil. Bei mir ist das so, ich bin jetzt kein gelernter Kfz-Schlosser. Ich kann ein bisschen schrauben, aber ich kenne eine Menge Leute, die das viel besser können als ich. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der die Fahrzeuge ständig auf Trab hält. Das macht tatsächlich zum Beispiel mein Cousin, der mir dabei hilft. Mir fehlt Zeit und auch ein bisschen die Kenntnisse, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber so richtig über den Leisten ziehen kann man dich auch nicht, wenn es drauf ankommt. Also ich kenne eigentlich jedes Teil am LKW und ich kann auch eine Reparaturrechnung heute noch prüfen, ohne dass ich über den Leisten gezogen werde. Genauso ist es ja. Joachim, herzlichen Dank für den Moment. Jetzt weiter mit Olli Trost. Jetzt sitzen wir im sogenannten Fernverkehrszug. Der hat ja 120 PS und wenn wir uns hier so umschauen, dann merken wir keinen Schnick, keinen Schnack, nicht viel drumrum. So war die Welt früher. Hat ja dennoch einen gewissen Charme. Das zählt dich zu den historischen Nutzfahrzeugen, auf die ihr ja setzt als ETM-Verlag. Wie kommt es denn eigentlich, dass ihr dieses Thema so vorantreibt auch? Weil sie emotionalisieren. Normalerweise reden wir über Zahlen, Daten, Fakten, Effizienzen, Kraftstoffverbrauch und all diese Themen, die uns als Fachverlag ja auch ausmachen. Aber hier haben wir eine Möglichkeit, auch Emotionen rüberzubringen und über die alten Fahrzeuge natürlich auch zu zeigen, das war die Vergangenheit, das war ein Arbeitsplatz hier. Das war ein Arbeitsplatz eines Kraftfahrers, der brauchte wirklich noch Kraft. Heute haben wir natürlich viel modernere Maschinen und wer weiß, wie die Maschinen dann in 10, 20 Jahren den Fahrer unterstützen. Das wissen wir heute noch nicht, aber wir werden dranbleiben. Du hast es gerade schon gesagt, in 20 Jahren, wer weiß, was da ist, aber lass uns doch mal ein bisschen orakeln. Glaubst du, dass die Sattelzugmaschinen von heute dann diejenigen sein werden, die hier auf dem Hof stehen und bewundert werden? Das wissen wir natürlich heutzutage nicht, ne? Also wir hoffen, dass die Maschinen dann noch laufen, dass dann noch die Software aktualisiert werden kann, weil ohne Software fährt ein Truck nicht. Diese hier sind alle analog, ja, da braucht man keine Software. Aber nochmal, guck dir die modernen Trucks an. Wir machen das in der Sendung ja. Egal, ob das ein Iveco ist, ein MAN, ein Mercedes, wer auch immer, alle Hersteller versuchen auch, die modernen Maschinen sehr emotional zu gestalten. Die Gesichter der Trucks, die sind erkennbar. Man erkennt von Weitem, was das für ein Auto ist. Und so war das früher ganz genauso und so wird es mit Sicherheit auch bleiben. Herzlichen Dank, Olli. Und weiterhin natürlich eine gute Fahrt in diesem Büssing 6000. Vielen Dank.
Ja, die Teilnehmer, die genießen hier wirklich jeden Augenblick dieser Ausfahrt und ich kann es auch verstehen, denn in diesem Jahr mussten die auf einiges verzichten. Es fanden vereinzelt Ausfahrten statt, dann aber mit begrenzter Teilnehmerzahl und oft nur auf eine Marke fixiert. In diesem Fall war es MAN, das Nutzfahrzeuge-Veteranencenter aus Oberhausen nämlich, ist auf große Fahrt gegangen und da gibt es einen Macher, der alle Fäden in der Hand hält. Das ist Helmut Hoffmann und wenn der was macht, dann macht das richtig. MAN aller Baujahre versammelt euch. Egal ob 50er Jahre, 60er Jahre, die 70er, die 80er oder spätere Generationen. Gleich mit 10 historischen MAN-Lastwagen geht das Nutzfahrzeuge-Veteranencenter NVC bei einem Treffen in der Südpfalz an den Start. Alle LKW sind ausgesucht und sogar Baujahre dabei, die man so schon lange nicht mehr gesehen hat. Etwa dieser MAN MK von 1950, der sozusagen Huckepack von einem F90-Sattelzug von 1987 spazieren gefahren wird. Bei ihm handelt es sich um einen legendären Scheunenfund aus Ostfriesland. Bei den Freunden von historischen MAN-Lkw ist die Szene hierzulande eingeschworen. Fast alle Lkw sind im Besitz des NVC und alle mussten für das Treffen erst einmal fit gemacht werden. Wir haben die Fahrzeuge ja irgendwo untergestellt, die werden natürlich mit der Zeit auch zugeparkt. Und diese ganzen Fahrzeuge beiseite holen, das Auto freizustellen, Batterien einbauen, Luft zu prüfen, Öle zu prüfen oder Ölwechsel zu machen, betanken und so weiter. Da haben wir eine Woche mit 3 Leuten dran gearbeitet. Bleiben wir bei Helmut Hoffmann und einem, ja seinem ganz besonderen Liebling. Es ist ein 210er MAN mit Anhänger, Baujahr 1961. Der 210 PS starke LKW befindet sich tatsächlich noch im Originalzustand und ist ebenfalls ein Scheunenfund. Da stellt sich doch die Frage, wie fährt er sich denn? Dieses Auto hat schon Lenkhilfe. Lässt sich sehr gut fahren. Der einzige Nachteil, wenn ein heutiger Fahrer damit fahren müsste, der hat natürlich ein unsynchronisiertes Getriebe mit Stufenschaltung. Der hat diese Trilex-Achsen, diese breite Spur, diese Pausbäckchen. Also das Auto, wenn man das von außen sieht, sieht richtig schwer aus. Und das gefällt mir so besonders an dem Auto. Im Volksmund wird dieses Modell auch gerne Pausbacke genannt und hat eine wunderschöne Patina. Kaum vorzustellen, aber mit einem solchen Gespann war Helmut als Lkw-Fahrer früher selbst einmal unterwegs. Jeder Kilometer mit dem fast 60 Jahre alten Lkw ist für ihn ein Genuss und erinnert Helmut an vergangene Zeiten. Den habe ich 68 gefahren, nachdem ich Führerschein 2 gemacht hatte. Habe den einige Jahre bei der Ruhrkohle in Waschberge und Kohle gefahren. Und die besonderen Erinnerungen an dem Auto sind einfach, dass man damals keine Klimaanlage, keine Standheizung hatte. Wenn man da im Sommer bei 25, 30 Grad Hitze gefahren ist, dann hat man sich die Füße verbrannt am Gaspedal. Da würde heute kein Mensch mehr mitfahren. Oder vielleicht doch. Beim Einsatz im Kieswerk jedenfalls zeigt dieses Schätzchen noch immer ungeahnte Qualitäten und keine Spur von Müdigkeit. Mit dem Auto könnte man arbeiten. Man ist zwar nicht so schnell wie mit den neuen, aber eben man könnte mit dem Auto arbeiten. Ich meine, man sieht ja, dieses Material, das wird ja gebrochen, das wird geladen und dann auf Lager gefahren. Und es funktioniert an dem Auto alles. Vom Kipper bis zur Klappe alles. Genau diese Zuverlässigkeit hat dieses Modell so legendär und auch so erfolgreich gemacht, vor allem in der Baubranche. Und so erklärt es sich auch, dass diese Hauben-Lkw nach jahrelangem Einsatz, vor allem im Export, extrem begehrt waren. Eine seltene Rarität ist auch dieser 26-281er MAN von 1987. Übrigens eines der letzten Exemplare seiner Art. Gerade mal 116.000 Kilometer hat der Kipper mit 6-Zylinder-Reihenmotor und Turbolader auf dem Buckel. Ein regelrechtes Prachtexemplar, das seinen Fahrer begeistert. Und der fährt sich aber richtig toll, also wie ein PKW. Da könnte man also stundenlang fahren. Und was mit diesem Auto einem auffällt, auch hier bei der Herfahrt gestern, unheimlich viele Kieskutscher, sage ich jetzt mal, die einem entgegenkommen, Lichthube und Winken und Daumen hoch und auch selbst im Straßencafé, die Leute, wenn man durch eine Ortschaft fährt, das Auto erweckt Aufmerksamkeit.
Ohne Zweifel. Also das ist erstaunlich. Springen wir noch einmal ins Jahr 1956 zurück. Mit einem MAN 620 L1 aus dieser Zeit ist Winfried Kickertz beim Treffen unterwegs. Der unverwechselbare Charme des 120 PS starken LKW ist es, was Kickertz an diesem Fahrzeug fasziniert. Überall, wo er mit ihm vorfährt, hat er die Menschen auf seiner Seite. Der LKW mit seinen 8,3 Litern Hubraum ist also ein regelrechter Sympathieträger. Und da stört es Kickertz auch nicht, dass man als Fahrer eines solchen LKW noch jede Menge Kraft beim Lenken aufwenden muss. Also mich fasziniert diese alte Technik, ganz einfache Technik im Grunde genommen, wobei das für die damalige Zeit schon unheimlich innovativ war. Man sieht also, hier ist der Motor schon ins Führerhaus verbaut. Dadurch wird die Motorhaube viel kürzer, die Übersicht über die Straße wird dadurch besser. MAN ist einfach ein Traumauto. Solide, ausdauernd und einfach klasse. Baujahr 1952 ist der rote MAN F8 von Heinz Bruns aus Kloppenburg. Unter der Haube schlägt ein 8-Zylinder-Motor mit 180 PS und 14,5 Litern Hubraum. Und beinahe hätte es der Kloppenburger nicht einmal bis in die Pfalz geschafft. Denn auf der Anreise machte ausgerechnet die Wasserpumpe schlapp. Gut, dass die Hoffmanns in Oberhausen noch ein Ersatzteil für den fast 70 Jahre alten LKW liegen hatten und helfen konnten. Was löst bei Heinz Bruns die Faszination für die Marke aus? Das ist einfach Technik pur. Nicht wie heute Elektronik, sondern du hast reine Technik oder Mechanik, wo du mit unterwegs bist. Du musst wirklich noch mit Gefühl schalten, du musst mit Gefühl fahren und musst vor allen Dingen aufpassen, keine Lenkhilfe, keine unterstützte Hydraulik vom Schalten und sonst was her. Es ist reine Mechanik und du musst dich wirklich aufs Fahren noch konzentrieren. Und auch wenn es bei den Fahrerkabinen schon längst keine Hauben mehr gibt, jede LKW-Generation hat ihre besondere Faszination. Achim Röttgermann startet beim MAN-Treffen mit einem 1984er 19281. Dieser LKW mit 280 PS und 11,3 Litern Hubraum stammt aus deutschem Vorbesitz und war inzwischen in Griechenland im Einsatz. Jetzt haben ihn die Hoffmanns zurückgeholt und restauriert. Was Achim Röttgermann besonders an diesem LKW gefällt, sind sein großzügiges Platzangebot und der damals noch vergleichsweise seltene Turbolader. Für damalige Verhältnisse, wie gesagt, der ist Baujahr 84, aber das Haus gibt es ja eben schon, die Hütte so, wie sie hier ist, gibt es eben schon länger, war für damalige Verhältnisse das Nonplusultra. Relativ groß, breit, komfortabel, sehr, sehr angenehm als solches, auch wie gesagt vom Fahrverhalten, die Leistung stimmte und das machte so ein Auto eben für viele eben zur ersten Wahl. Tatsächlich lösen die historischen MAN eine große Anziehungskraft aus und deshalb fahren sie auch als Eyecatcher bei der Vorstellung des brandneuen MAN TGX mit Kunden der MAN-Vertretung in Bad Kreuznach vor. Hier nimmt sich Helmut Hoffmann dann tatsächlich die Zeit, auch einmal einen LKW der neuesten Generation zu fahren. 510 PS, 12,5 Liter Hubraum. Ungewöhnlich für jemanden, der als König der deutschen Truck-Klassiker-Szene eigentlich nie einen modernen Lastwagen fährt. Und Helmut staunt. Hier ist Automatik, ganz leichte Hydrolenkung, keine Kupplung. Man gibt nur leicht Gas und von der Beschleunigung das Auto, das ist ja Pkw-mäßig einfach, fährt sich einfach ganz toll. Aber wie gesagt, ich bin natürlich vom Alter her, passen zu mir mehr natürlich die Oldtimer. Und deswegen tendiere ich mehr zum Oldtimer, aber wenn ich heute mein Geld verdienen müsste, müsste ich halt so ein Auto haben. Im Oldtimer könnte ich kein Geld mehr verdienen. Jede LKW-Generation hat eben im wahrsten Sinne des Wortes ihre eigenen Stärken. Und ganz abgesehen davon kommt es natürlich auch immer darauf an, wozu ein LKW eingesetzt wird. Helmut Hoffmann, wer kennt ihn nicht? Und damit zu einem Jubiläum, denn der Sprinter wird in diesem Jahr 25 Jahre alt. Es gibt ihn ja bereits in dritter Generation. Und so sah er damals aus, 95, als er auf den Markt kam. Gucken Sie mal, die Sitzbezüge, ist so richtig retro. Sehr schick, wie ich finde. Wir werden ihn gleich noch einmal in Aktion zeigen. Vorher möchte ich mich aber von Ihnen verabschieden. War mir eine große Freude, dass Sie wieder mit dabei waren bei Eurotransport TV. Uns gibt es ja auf eurotransport.de, bei Facebook und bei YouTube. Schauen Sie da gerne immer mal wieder rum und vor allem bleiben Sie eins, in Bewegung.
Nein, das ist nicht das Geburtstagskind, sondern der legendäre Schnelllaster L319 von Mercedes-Benz, der bei der Deutschlandfahrt für historische Nutzfahrzeuge vorausfährt. Während er längst ein Klassiker ist, rückt ihm jetzt der Sprinter auf den Pelz. 25 Jahre ist der Transporter jung geworden. Happy Birthday! Damit ist er zwar noch kein Oldtimer, aber als Youngtimer längst auf dem besten Weg dahin. Der Sprinter ist sozusagen zum Übervater einer ganzen Fahrzeuggeneration geworden. Eine Art Leitbild zum Transport von Lasten aller Art. Jeder kennt ihn und alleine diese Generation wurde bis 2006 stolze 1,3 Millionen Mal gebaut. Was macht seinen Erfolg aus? Der Sprinter war der erste Transporter, der bewusst designt wurde und ausgelegt wurde, dass er fahrbar ist wie ein PKW. Das heißt, er hat alles anders gemacht, nicht so, wie man es bisher konnte. Er hat Ergonomie am Arbeitsplatz reingebracht. Er hatte vierfach Scheibenbremsen im Auto. Der erste Transporter mit serienmäßig ABS, mit einer Traktionskontrolle. Also ein Auto, das dem Fahrer einfach liegt. Und der Sprinter traf den Nerv der Zeit. Er mauserte sich im Handumdrehen zum Klassenprimus. Bei Lieferdiensten und Handwerksbetrieben. Überall, wo kompakte Abmessungen, Wirtschaftlichkeit, Robustheit und Sicherheit gefragt waren. Zur Erinnerung, die 1990er Jahre waren eine bewegte Zeit. Da kamen Verlässlichkeit und Effizienz wie gerufen. Das ist die erste Kiste, bei der wir geschaut haben, dass sie optimiert ist, optimiert, strömungsoptimiert für den CW-Wert. Und das spielt sich eins zu eins wieder im Verbrauch. Der Verbrauch ging deutlich runter und damit haben wir einen Maßstab gesetzt in dieser Branche. Und wieder hat der Sprinter die Branche geprägt. Irgendwie hatte der Sprinter aber auch was von einem Auto. Klar war er groß und in den unterschiedlichsten Motor- und Karosserievarianten zu haben. Aber während Transporter bis dato eher wie zweckoptimierte Lieferwagen wirkten, machten sich bei ihm Tugenden breit, an die bislang kein Hersteller gedacht hatte. Mit diesem Transporter konnte man sich tatsächlich sehen lassen. Ja, natürlich. Also schau dir das Interieur an. Wir haben auf einmal was, was es bis dahin nie gab. Ergonomie am Arbeitsplatz. Für den Fahrer alles in greifbarer Nähe. Man fühlt sich wie im PKW. Schau dir die Muster an, die treffen den Schick der Zeit. Das hatte damals keiner. Und wir bleiben noch einen kleinen Moment beim Sprinter der ersten Generation, kehren aber mit einem 5-Zylinder 212D von 1995 zurück zur Deutschlandfahrt der historischen Nutzfahrzeuge. Kaum zu glauben, aber dieser 122 PS Sprinter ist mit dem ersten Motor fast 740.000 Kilometer gelaufen, ohne bis auf das Getriebe große Probleme gemacht zu haben. Transportunternehmer Carsten Daniel aus Korbach in Hessen hat ihn 1998 mit knapp 30.000 Kilometern gekauft. Längst ist der Dicke, wie ihn die Daniels liebevoll nennen, aus dem aktiven Kurierdienst ausgeschieden und wird als Privat-Pkw genutzt. Ja, dieser Sprinter der ersten Generation ist der ganzen Familie richtig ans Herz gewachsen. Also ich bin sehr zufrieden damit und bin halt von der Leistung überzeugt. Und auch meine aktuellen Arbeitsfahrzeuge sind immer Sprinter, weil ich mich halt darauf verlassen kann, weil sie zuverlässig sind und die Laufleistung bringen, die ich brauche. Und deswegen kommt für mich nichts anderes in Frage als immer wieder der Sprinter. Ja, es ist ein Familienmitglied. Er freut uns, wir leiden mit ihm alles. Wenn er in den Winter geht, dann weinen wir erstmal, weil es ein Abschied ist. Und wenn er im Frühjahr wieder rausgelassen wird, wenn wir ihn anlassen, dann freuen wir uns wahnsinnig drüber. Und ganz nebenbei, der 25 Jahre alte Sprinter ist für die beiden Jungs der Familie Daniel das ideale Zugfahrzeug für den Campingurlaub. Er hat Platz, Komfort und er wird gepflegt. Wir fahren damit in Urlaub und er wird halt auch nicht mehr zum Arbeiten benutzt. Er wird gepflegt, wie man ja auch sehen kann. Und dann wird er regelmäßig sauber gemacht. Ich kümmere mich halt oft um die Felgen. Also ich finde an dem so toll, erstens der Motor, der läuft schon ruhig, hat einen kleinen Wendekreis, ist halt groß, ist genug Platz für alle drinne. Und ja, das finde ich halt an so einem Sprinter halt so toll.
Als Transporter hat der Sprinter in jedem Fall eine regelrechte Erfolgsgeschichte hingelegt. Mittlerweile wird er bereits in der dritten Generation gebaut. Aber halt, die Geschichte von Familie Daniel ist ja noch nicht zu Ende erzählt. Denn hinter ihrem Transporter steckt sogar noch eine ungewöhnliche Liebesgeschichte. Der Sprinter diesmal als Beziehungsstifter. Wir haben uns mit dem Auto kennengelernt. Das war Hochwasser 2002 in Dresden und Bitterfeld, und dann war ein Aufruf für Spenden, und dann habe ich Spendenmaterial zu der Familie gebracht, und mein Mann hat damals das Auto gestellt mit Anhänger, und dann hieß es, ja, wir fahren morgen, wer fährt mit wem mit, und bin ich hier ins Auto eingestiegen, morgens um 2, und das war so langsam der Anfang unserer Beziehung. Unglaublich, was der Sprinter im Leben vieler Menschen alles bewegt hat. Aber auch die vielen Geschichten hinter seiner Geschichte machen seinen Erfolg bis zum heutigen Tag aus.